Oh, Traber, der kommt jetzt alleine. Traber mit dem Tor zum 1:0. 34. Spielminute. Davos hatte eine 1-0 Situation. Jetzt hat sie der AC Lugano und Tim Traber nutzt diese gegen Ashley Mann. Da hat Morini schnell reagiert. Genaues Zuspiel. Und Traber mit seinem zweiten Saisontreffer. Und damit also geht im vierten Duell zwischen Lugano und Davos zum vierten Mal der HC Lugano mit 1:0 in Führung. Hier Guerra verliert da die Scheibe an Bertaccia. In der Mitte kommt Fazzini mit Bertaccia mit dem Versuch. Fazzini, Tor 2:0. Da trifft er mal wieder Luca Fazzini. 42. Spielminute. Und da geben die Davoser zum einen, klar, durch diesen Schnitzer von Guerra, dem HC Lugano die Scheibe. Aber die Tessiner kommen dann auch gleich zu zwei Versuchen. Beziehungsweise drei, zweimal bei Tatscha und dann bei Fazzini. Ist Ashley Mann dann auch geschlagen. Hier einmal, zweimal. Dann Ambühl verschafft sich da Platz, Andres Ambühl. Und er trifft jetzt, Tor. 1:2, Davos verkürzt hier. Hey. 51. Spielminute, auch hier gibt es Proteste bei den Tessinern. Andres Ambühl mit seinem ersten Tor, also seit dem 8. Dezember. Und jetzt also Niklas Schlegel, doch ein erstes Mal bezwungen. Und zuvor die Szene da, Perluschei gegen Chiesa. In der letzten Sekunde und beinahe klappt es an den Torpfosten. Geht diese Scheibe wieder Nygren und dann reicht es nicht mehr. Gegenteil, es reicht noch zum 3:1 und damit wieder drei Tore für den HC Lugano gegen den HC Davos.